Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2014 zum zweiten Teil der Formel 1. Jawohl, wir sind auf Platz 1, Rosberg hinter uns und drückt Hamilton Dritter, Alonso, Vettel, Magnussen, Ricciardo, Bottas, Massa, Perez, Button. Bottas ist 8, Massa, Perez, Button und Hülkenberg. Mein Gott, 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 Gott. So, weiter geht's, Leute. Wir fahren hier die ganze Zeit mit Standarddrehzahlen, trotz dass wir noch minus eine Runde haben. Wir müssen den Vorsprung auf Rosberg wieder ein bisschen ausbauen. Versuchen mal gerade so etwas zu kontern. Er hat aufgeholt, jetzt hängen wir ihn erstmal wieder ein bisschen ab. Sektor Bestzeit. Sag ja, ich kriege es nicht geschissen, auf Mager zu fahren. Wir haben schon Überrundeten über uns, vor uns. Das kann doch nur ein Scherz sein, oder? Oh, neue Bestzeit. Wir gehen wieder runter auf Mager. Wieder auf Standarddrehzahlen hoch für die Gerade und hoffen einfach, dass wir den Rosberg hinter uns halten können. Runde 19 müssen wir rein. Bis dahin will ich optimalen Sprit wieder haben. Den werde ich wahrscheinlich gleich beigehen, ein, zwei Runden komplett auf Mager durchzufahren. Ich weiß, er kommt dann zwar ran, aber so habe ich wieder Sprit über und kann mit den weichen Reifen dann richtig Druck machen. Reifen sind jetzt sowieso schon völlig fertig. Liegt aber daran, weil wir einfach zu viel rutschen. Also liegt nicht am Setup, sondern an mir selber, zu aggressiv. Gib mir doch bitte den Sprit. Eieieiei. Das Team hat ausgerechnet, dass Rosberg in den nächsten zwei Runden an die Box fährt. Ja, im optimalen Sprit, also kann ich auf den Geraden jetzt wieder auf normal stellen. Jetzt zeigt er wieder minus 1 an, ist schon klar. Aber er schwankt halt extrem. Gleich in Infield wieder auf langsam. Das ziehen wir jetzt wirklich durch bis zum Boxenstopp. Du hast 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Ruhig bleiben, Brauner. Ich finde das cool mit diesem. In echt ist das total langweilig für uns Zuschauer.
aber im, wenn du in der Wirklichkeit dabei bist und du musst hier den Sprit steuern und dies und jenes, hast du viel mehr Action in dem Sinne. Ja gut. Muss er ja auch. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Jetzt sollten wir ihn eigentlich auch wieder abhängen. Wenn er wirklich auf langsam geht, also komplett auch auf der Geraden, dann sollten wir jetzt richtig vom Vorsprung rausfahren. Da brauchen wir ja gar nicht. So, die nächste Runde, jetzt fahre ich komplett im Sparmodus. Dass wir wirklich ein bisschen Überfluss haben. Ich will nicht sparen. Oh, das war scheiße. Mit den weichen Reifen. Also wenn wir die Weichen drauf haben, will ich richtig Bölte machen. Also der Abstand bleibt wirklich konstant bei 2,3 Sekunden, 6,7 auf Hamilton. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Hamilton richtig aufholt mit den Weichen. Wenn wir jetzt noch Glück haben, kriegen wir DRS, wenn er vom Gas gehen würde, der Ochse. Nein. Ach, fick dich doch, Alter. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Windschatten. Jetzt kriegen wir aber DRS. Sehr schön. Und das auf langsam, das bringt uns jetzt einen richtigen Push. ...1,5 Sekunden nur noch. Aber das musste jetzt einfach mal sein. Jetzt wird es ganz schön dunkel. Ja, und ab. Oh. Ab jetzt Standarddrehzahlen. Müssen den Rosberg jetzt wieder loswerden. Ja, ja. Deswegen jetzt Standarddrehzahlen. Reifen gehen eigentlich. Da merkt man sofort, wie schnell Standarddrehzahlen gegenüber Mager ist, wenn man im ersten Viertel ja schon 2er aufholt. Wir haben jetzt auf Hamilton schon 24 Sekunden, der war natürlich schon mal in der Box, der hat jetzt harte Reifen. Er sollte aber absolut keine Rolle für uns spielen. Vergiss den Boxenstopp nicht.
Von 1,5 auf 2. Kontrolliertes Vorne-Wegfahren, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. So, rein in die Box. Drehzahlen runter. Rosberg ist hinter uns. Oh Mann, 8 Runden, Leute. Und wehe, ihr macht Scheiße, ich sag's euch. Schlage ich euch welche an den Hals. Raus. Sehr schön. Da ist Rosberg. Rosberg auch natürlich mit weichen Reifen. So, Standarddrehzahlen. Sprit sieht optional aus. Wir lassen das mal auf. So, jetzt voll gleich einlenken. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied, Leute. Na, der Hamilton ist wieder voll dran an dem Rosberg. Der hat richtig aufgeholt. Aber Rosberg hat weich und er hat jetzt hart. Also, Arschlecken. Also ich lasse jetzt extra die Spritanzeige auf, Leute. Geht einfach darum, falls er auf minus 1 mal springt oder so, dann weiß ich, dass ich im Infield nochmal ein bisschen Sprit einsparen muss. Wir sind jetzt bei 3,2 Sekunden schon wieder. Was für ein Unterschied, ne? Ich kriege die Ideallinie, alles treffe ich, alles funktioniert. Schon 4,5 Sekunden. Jetzt werde ich wieder fliegen. Fast schon wieder eine Sekunde gut gemacht. Wenn wir Glück haben, kommen wir an den da vorne in die andere DRS-Zone rein. Wenn wir Glück haben. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht holen wir richtig beim Bremsen auf. Ja, kommen wir. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Nee, kriegen wir nicht. Oh, gerade eine Sektor-Bestzeit gefahren. So, perfekt. ...1,46, 1,73. Das war gerade eine Qualifikationsrunde, wenn man es will. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen. Mach genauso bis zum Ende weiter. Ja, mach ich schon. Wäre schön, wenn einer sich zwischen Hamilton und Rosberg noch drücken würde. Aber Alonso kann ja mal wieder nichts.
Ich glaube, die anderen, die da hinter denen sind, das sind alles nur Überrundete. Da überrunden wir unser altes Team. Die Lücke zum Auto hinter dir beträgt 6 Sekunden. Nee, doch nicht, das ist nichts. Doch, nee, das ist sauber. War nicht Force India. Ich wollte gerade sagen, wir überholen jetzt Force India hier. Das wäre ja der absolute Burner gewesen. Oder eine Blamage fürs Team gewesen, besser gesagt. Oh, die Runde war mal langsam. So, jetzt habe ich es mal vernünftig genommen. 7,3 Sekunden auf Rosberg. So, da sieht man jetzt mal, was das wirklich... Ja, ich bin dabei. Noch schneller geht wohl nicht, ne? Wenn man hier schon Qualifikationsrunden fährt, soll er wohl mal ein bisschen geschmeidig bleiben, der junge Mann. Kein DRS, schade. Da merkt man den Unterschied, dass sie jetzt alle harte Reifen drauf haben und wir mit weich wirklich an denen vorbeigehen, als wenn die nichts wären. Das war Platz 17, den wir jetzt überrundet haben. Da vorne ist Sutil mit Platz 16. Also ich weiß nicht, ob wir schon mal so extrem überrundet haben. Kann natürlich jetzt auch wirklich daran liegen, weil wir hier konstant... Oh, fast hätten wir eine neue Bestzeit gefahren. Weil wir hier wirklich konstant mit Standarddrehzahlen jetzt wirklich fahren können. Müssen keinen Sprit sparen. Spritstrategie 100%ig aufgegangen. Herr Grosjean, warum gönnen Sie mir denn kein DRS? Sie alter Pappeneimer. Zum einen Mist. Aber vielleicht auch nicht unbedingt nötig gewesen, weil wenn wir noch DRS nehmen, dann kommen wir natürlich an größere Drehzahlen. Größere Drehzahlen gleich viel mehr Spritverbrauch. Was mich interessiert ist halt, wenn ich den Mercedes-Vertrag gleich am Ende des Videos bekomme und wenn ich dann nochmal eine Formel 1-Saison fahre mit Mercedes, ob der Spritverbrauch dann noch genauso groß ist da bei den Motoren. Das war scheiße. Richtiger Bullshit gerade gemacht da. ...9,7 Sekunden.
Jetzt muss ich einmal lupfen. Das geht nicht anders. Ah. Ein bisschen angefahren sind die Reifen. Nichts Gravierendes. Riesenkolonne, was wir alles überrundet haben. Wahnsinn. Oh. Da musste ich aufmachen. Da habe ich einen leichten Drift hinten gehabt. Und dann sowas. Eieiei. Da haben wir nämlich perfekt durchgekommen durch die Kurven. Warum will ich denn jetzt alles wieder übertreiben? Warum fahre ich nicht einfach mein Rennen vernünftig zu Ende? Komm, komm, komm. Jawohl. Versuche jetzt hier wirklich nochmal ein paar schnelle Runden, aber nicht übertreiben, nichts Neues ausprobieren, sondern einfach fliegen, fahren. Sektor 1 bin ich auf jeden Fall nicht der schnellste. Sektor 2 und 3 bin ich richtig schnell. Aber Sektor 1 ist auf jeden Fall der Computer immer schneller. Da habe ich noch nie eine Top-Zeit gefahren. Aber kann natürlich auch wirklich daran liegen, weil wir ziemlich, ziemlich wenig Heckspoiler haben. Dass ich dadurch in Sektor 1 so ein bisschen an Speed verliere. Wie gnädig die mit mir sind. Immer nur Verwarnungen. Den da vorne kriegen wir auch noch. Ja, er wollte mit harten Reifen pushen, an uns rankommen. Aber, das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Da habe ich immer gut drauf gekontert, haben den konstanten Abstand zwischen 1,5 und 2 Sekunden gehalten. So, dass Herr Rosberg nichts machen konnte. Ja, machen wir. Ich glaube, aufholen können wir auf keinen mehr, trotz doppelte Punktzahl. Ich weiß, ich mische mich in dem Sinne in eine Weltmeisterschaft ein, weil das zwischen Hamilton und Rosberg entschieden werden würde. Aber ich bin Rennfahrer. Oh, und Nummer 14 überrundet. Das ist jetzt aber schon übel. Ah, jetzt sehe ich aber auch keinen mehr vor mir. Also noch mehr kriegen wir nicht überrundet. Was mich einfach ein bisschen, ja, in dem Sinne stört. Ich weiß nicht, ob ich die Weltmeisterschaft wenigstens als Zweiter beenden kann, als Erster. Weil sonst würde ich den Rosberg als Letztes noch vorbeilassen. Dann wäre der nämlich Weltmeister. Aber tue ich nicht. Was wir nicht hatten, war ein Ausfall. Wir hatten keinen Motorschaden oder geschweige irgendwas anderes. Wir hatten kein Safety Car diese Saison mal. In den anderen Saisonen hatten wir Safety Cars.
Zumindest kann ich mich an keins erinnern. So, letzte Runde. Versuchen wir nochmal eine Bestzeit zu fahren. Gucken, ob es klappt in der ersten Kurve. Das war schon ziemlich langsam. Nein. Halbe Sekunde haben wir pro Runde gut gemacht. ...11,2 Sekunden schon. Also da haben wir zum Schluss Mercedes ganz schön die Show gestehlt. Ich würde trotzdem gerne in das Cockpit von Mercedes einsteigen. Also wenn ich Formel 1 Fahrer wäre, wäre es für mich ein Traum, für Mercedes zu fahren. Und danach würde ich zu Ferrari gehen, glaube ich. Wenn ich so erfolgreich wäre. Weil Ferrari ist halt eine Legende und wer bei Ferrari Weltmeister wird, ist einfach mehr anerkannt, als wenn du in jedem anderen Team Weltmeister wirst. Ich bin ja gespannt, ob der Vettel es wirklich schafft. Diese Saison dürfen wir uns nichts erhoffen von Sebastian, aber ich schätze ein, zwei Jahre. Dann sollte er mit Ferrari wirklich nach oben kommen. Weil der Umbruch, der da in der Firma stattfindet, der muss erst Früchte tragen. Also das dauert ein bisschen. Ich würde das zum Beispiel ganz anders machen, wenn ich so ein Konzern wäre wie Ferrari. Nämlich beigehen, das alte Team baut erstmal das alte Auto für diese Saison und das neue Team fängt an und baut für die nächste Saison schon. Aber man weiß ja nie, was sich da ändert wegen den Regeln. Und Sieg, Leute, Sieg! So muss das sein. So. Da haben wir den Leuten richtig die Show gestellt. Ja, Alonso hätte sich zwischen die drängen müssen. Oder hätte Zweiter werden müssen. Das wäre richtig geil gewesen, Leute. Ja. Ja, ich bin halt Prinz. Glabur. Glabur erster, Nico Rosberg zweiter, Lewis Hamilton dritter, Fernando Alonso vierter, Daniel Ricciardo fünfter, Sebastian Vettel sechster, Kevin Magnussen siebter, Valtteri Bottas achter, Jenson Button neunter, Felipe Massa zehnter, Sergio Perez elfter und Nico Hülkenberg zwölfter. Fortsetzen. Dritter Platz in der Fahrer- und der Konstrukteurs-WM. Ein fantastisches Resultat für dich persönlich und für das Team. Glückwunsch. Ja. 5 Punkte hinter Lewis Hamilton. 5 verschissene Punkte. Und Nico Rosberg ist hier Weltmeister geworden. Ja, für unsere erste Saison ein gutes Ergebnis. Ein bisschen bedröppelt. Ich hätte gedacht, einen zweiten mache ich noch. Konstrukteur sind wir auch Dritter geworden. Mit 26 Punkten hinter Red Bull Racing. Ich glaube, wenn ich von Anfang an bei Ferrari gewesen wäre, hätten wir auf jeden Fall einen zweiten gemacht. Aber ich glaube, wir müssen uns hier nicht verstecken. So, machen wir fortsetzen. Da werden wir jetzt ja noch ein bisschen Videos sehen. Ja, Nico Rosberg jubelt natürlich, weil er Weltmeister geworden ist. Und die Saison ist zu Ende. Höchst erreichte Geschwindigkeit 361,44. Finde ich schon übel. Gewonnene Fahrer-WMs 0 von 1. Schnellste Runde 10. Pole Position 6. Durchschnittliche Platzierung 4. Siege 7. Punkte 321. Gewonnene Konstrukteur 0. Besiegte Rivalen 0. Gewonnene teaminterne Duelle 1 von 1. Erfüllte Ziele. Ach ja, wir hatten ja einen Rosberg als Singles. Erfüllte Ziele 23 von 38. Karrierepunkte 38.694. Rang 11. Fortsetzen. Wir haben neue Angebote. Und zwar Vertragsverlängerung, Marussia, Caterham oder Scuderia Ferrari. Da muss ich wohl die Vertragsverlängerung nehmen. Würde ich sagen. Ich habe eine fantastische Neuigkeit für dich. Wir haben Scuderia Ferrari ein Angebot für eine Vertragsverlängerung erhalten. Das Team ist der Meinung, dass du diese Saison hervorragend Arbeit geleistet hast
und genau der Fahrer bist, der sie weiter voranbringen kann. Ja, mir passt das gar nicht in dem Sinne. Ich hätte gedacht, wir würden zu Mercedes kommen. Also wird es keine zweite Saison geben. Es wird auf jeden Fall neue Spiele noch geben hier auf dem Channel. Ohne Ende. Für mich war es eine schöne Saison. Ich hoffe, es euch hat es auch Spaß gemacht. Auch wenn wir hier am Anfang ein bisschen Diskussionen hatten wegen der langen Gequatsche, was in dem Sinne wegen dem langen Rennen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es war eine geile Saison. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Wenn ihr unbedingt noch eine Saison sehen wollt, mit Ferrari in dem Sinne, und wir arbeiten uns hin, dass wir zu Mercedes kommen, dann könnt ihr beigehen und mir das in die Kommentare schreiben. Dann gehe ich natürlich auf eure Kommentare ein und könnt mir auch so ein kleines Feedback schreiben, wie ihr die Saison fandet und dies und jenes. Sollten wir natürlich noch eine Saison fahren, stelle ich auf die höchste Schwierigkeitsstufe. So, bis denne, euer Glabur, legt euch hin, bis denne, tschüss. Und Dankeschön fürs Einschalten immer.